heutigen Video will ich euch natürlich zeigen, wie beim letzten Video, wie man einen Knoten in eine Krawatte bindet. Heute will ich euch zeigen, wie man den doppelten Knoten bindet. Zuallererst natürlich muss ich natürlich erstmal die Krawatte lösen. Ich wollte euch zeigen, wie es am Ende aussehen soll. Und um dieses Ergebnis hinzubekommen, müssen wir natürlich, wie beim letzten Video, natürlich wieder die Vorschritte machen. Das heißt, einmal müssen wir den Kragen hochkrempeln, damit es leichter ist fürs Ausrichten und Binden der Krawatte, sowie einen Knopf offen lassen, damit es nicht zu erdrückend wirkt. Zudem, durch die Krawatte geht dieser sowieso zu und man sieht es nicht, ob es jetzt da offen ist oder nicht. So, wenn wir das haben, dann nehmen wir wieder die Krawatte und legen uns die so zurecht, wie wir die haben wollen. Wir können von links rum oder von rechts rum. Das ist relativ egal. Dann richten wir wieder die Position aus. In meinem Fall ist es wieder der vierte Knopf. Wenn wir das haben, dann ist es so wie beim einfachen Knoten, dass wir erstmal das dicke Ende, das was zum Schluss ordentlich hängen soll, nehmen und über das schmale Ende rübergehen. Dann einmal hinten herum, sodass wir da vorne ankommen. Und jetzt sind wir beim einfachen Knoten nochmal herum und dann durch. Aber nein, das wollen wir nicht, sondern wir gehen noch immer rum. Noch einmal rum. Und jetzt gehen wir noch einmal, sodass wir hinten landen. Sodass wir dann durchgehen können, durch die Öffnung hier, die wir hier haben, sowieso. Also von hinten hoch, dass wir rauskommen. Und jetzt durch diese Öffnung, die wir hier haben, durchgehen. Ziehen durch, ziehen so lange, bis es in Ordnung ist, machen uns die Sache zurecht. Natürlich muss das hintere Ende hinten bleiben, schauen, dass alles gerade geblieben ist. Ziehen uns den Knoten zurecht, positionieren nur noch. Stecken hinten durch, da wo es halten soll. Setzen den Kragen runter. Richten es nur noch mittig aus. Und fertig ist der doppelte Knoten. Und so sollte er natürlich auch aussehen. Und das war es auch eigentlich schon, wie man den doppelten Knoten knotet.